Ohne geht für die meisten nicht. Kaffee ist einfach unverzichtbar, ist eben der Deutschen liebstes Getränk. Kaffeehersteller, auch deutsche Kaffeeimporteure, bauen weltweit die kostbaren Bohnen an, damit die Kaffeemaschinen bei uns auch laufen können. Da müssen ständig neue Plantagen errichtet werden, zum Beispiel auch in Afrika, in Uganda. Land wird gebraucht. Und die Einheimischen, die müssen weichen. Die Soldaten zerstörten meine Bananen und meine Kaffeeplantage. Sie nahmen mir mein ganzes Vieh. Sie zerstörten meine Häuser. Ich habe alles verloren. Ich dachte zunächst, es sei Krieg. Aber dann hörten wir, dass ein Weißer dort Kaffee anbauen wollte. Gemeint ist der Kaffeekonzern von Michael R. Neumann in Hamburg. Er ist einer der größten Rohkaffeeimporteure weltweit. Seine Bohnen liefert er an viele namhafte deutsche Kaffeemarken. Fast jeder Kaffeetrinker dürfte wohl schon mal eine Bohne von Neumann genossen haben. Auch in Uganda betreibt der Deutsche eine Plantage. Die Einheimischen hat die Regierung dafür einfach zwangsumgesiedelt. Dieser Fall der Kawere-Plantage ist einer der ersten gut dokumentierten Fälle von Landgrabbing. Das heißt, multinational aufgestellte Unternehmen und auch Regierungen nehmen Bevölkerung in Entwicklungsländern das Land weg, um für den Export zu produzieren. Neumann selbst betont, mit der Umsiedlung nichts zu tun zu haben. Wir sind in Mubende, im Westen Ugandas. Vor gut 12 Jahren sucht die Neumann-Kaffeegruppe hier Land für eine neue Plantage. Auf dem Grundstück, das die Regierung ihr anbietet, leben allerdings Einheimische. Hans Fessler ist Manager bei Neumann. Er hat die Plantage vor Ort mit aufgebaut. Ein Areal, ideal für den Kaffeeanbau. Wir wussten, dass da Leute drauf sind. Es gibt ein Land Act, ein Landrecht von Uganda, das genau besagt, was zu passieren hat, wenn Leute auf Privatland sind und umgesiedelt werden sollen. Und darauf haben wir bestanden. Laut Neumann haben höchstens 600 Menschen dort gelebt und die seien entschädigt worden. Doch die Betroffenen sprechen von insgesamt 4000 Bewohnern. Denen gehörte das Land zwar nicht, aber sie hätten nach ugandischem Recht einen Entschädigungsanspruch gehabt. Die Organisation FIAN tritt für das Menschenrecht auf Nahrung ein. Sie kennt die Klagen der Vertriebenen. Bevor die Plantage 2001 angelegt wurde, wurden 2 Monate vorher die Menschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Es wurde ihnen Entschädigung zugesagt, Umsiedlung zugesagt. Doch das ist alles nicht eingetreten. Da die Menschen überhaupt nicht wussten, wohin sie gehen sollten, sind sie zu Hause geblieben. Und dann kam die ugandische Armee und hat die Leute gewaltsam vertrieben. Der Kaffeekonzern Neumann räumt zwar die Vertreibung von 25 Kleinbauern durch die Armee ein, die Betroffenen hätten die Entschädigung und Umsiedlung aber verweigert. Es waren Soldaten. Sie kamen mit einem Bagger und haben alles damit zerstört. Auch unser Haus haben sie eingerissen, während wir fliehen mussten. Dieses Foto ihres Hauses ist das einzige, was der Familie geblieben ist. Auch Tumwine war Kleinbauer und musste mit der Familie Platz machen für die neue Plantage. An anderer Stelle sollte es neues Land geben, aber bekommen hat er es offenbar nie. Wer noch versuchte, Sachen aus seinem Haus zu holen, wurde mit Schlagstöcken verprügelt und musste fliehen. Die Kinder hatten Angst und rannten in alle Richtungen. Dann haben sie meine Bienenstöcke und mein Haus niedergebrannt. Mehr als 2000 Vertriebene sind vor Gericht gezogen. Gertrud Falk kümmert sich für FIAN schon seit 2003 um den Fall. Die 83-jährige Anna erzählt ihr, sie habe 20 Hektar Land gehabt und 6 Häuser, bis zu jenem 18. August 2001, als die Soldaten kamen. Sie haben den Stall angezündet, in dem meine Ziegen waren. Alle Ziegen sind darin verbrannt. Was für ein Unglück. Ich muss weinen, wenn ich daran denke. Als sie mich vertrieben hatten, musste ich hier unter den Bäumen leben. Ich hatte nichts mehr.
Die Neumann-Manager bestreiten, vorher von dieser gewaltsamen Militäraktion gewusst zu haben, und verurteilen sie. Ich selber kam einige Tage später und habe dann irgendwie bemerkt, was ist da hier los gewesen? Also es muss sehr harsch herzugewesen sein, gegangen sein, dass wahrscheinlich Druck gemacht und kann ich mir vorstellen, dass die Leute wussten, dass das Druck gemacht wurde, dass es mit dieser Umsiedlung, dieser Kompensation vorangeht. Aber dass quasi die Armee aufmarschieren würde oder sowas angedroht wurde, das hätten wir mit Sicherheit gewusst. Also keine Ahnung im Voraus von einer bevorstehenden Vertreibung? Der Anwalt der Siedler, den wir in der Hauptstadt Kampala treffen, glaubt den Versicherungen des Kaffeekonzerns nicht. Denn die Manager der Plantage seien bei Treffen dabei gewesen, auf denen es auch um die Vertreibung der Leute ging. Eidesstattliche Erklärungen würden das belegen. Neumann bestreitet das. Der Anwalt erhebt noch weitere schwere Vorwürfe. Unmittelbar nach der offiziellen Eröffnung begannen Arbeiter der Kaveri-Kaffeeplantage damit, die Ernte, Kaffeebäume, Bananenpflanzen und alles andere abzuholzen, um den Boden zu säubern, damit sie ihren Kaffee anpflanzen konnten. Wir haben sie verklagt, weil sie daran beteiligt waren, meine Mandanten zu vertreiben und ihren Besitz zu zerstören. Das Urteil ist vor einigen Tagen gesprochen worden. Die Deutschen, so der Richter, hätten das Land als ehrenhafte Kaufleute nicht übernehmen sollen. Sie waren stille Zuschauer der gewaltsamen Vertreibung. Neumann hält das für ein krasses Fehlurteil und ist in Berufung gegangen. Mit 2500 Hektar ist ihre Kaffeeplantage heute die größte und modernste in Uganda. Man preist sie als Modellfarm in Sachen Nachhaltigkeit. Über 3000 Menschen arbeiten hier in Spitzenzeiten. Aufgebaut wurde sie nur wenige Tage, nachdem die Armee alle Einheimischen, die nicht freiwillig gehen wollten, vertrieben hatte. Auch heute ist man sich keiner Schuld bewusst. Schließlich seien die allermeisten Betroffenen doch entschädigt worden. Da waren die Unterschriften der Dorfvorsteher drauf, da waren die Unterschriften der beiden Rechtsanwälte drauf, des Verkäufers, des Staates. Also hatten wir keinen Grund und auch haben heute noch keinen Grund daran zu zweifeln. Diese Bestätigung, die die Leute unterzeichneten, wurden mit Waffengewalt erzwungen. Der Assistent des Regierungspräsidenten ging durch die Dörfer, eskortiert von Soldaten. Man zwang die Leute zu unterschreiben. Sie hätten irgendwo Land erhalten und sie seien entschädigt worden. Gemeindevorsteher Patrick Kiambade erinnert sich zwar, dass einige Siedler entschädigt wurden, aber mit bloß 50.000 Schilling, gerade mal 30 Euro. Man kann doch jemandem, der 10 Morgen Land, ein Haus, Tiere und vieles andere hatte, nicht nur 50.000 Schilling geben. Es heißt immer, man hätte die Leute entschädigt. Sie wurden jedoch überhaupt nicht entschädigt. Nach 11 Jahren haben die Vertriebenen durch das neue Urteil zwar Recht bekommen, sollen Entschädigung erhalten, doch rechtskräftig wird es nicht. Alle Parteien haben Berufung eingelegt. Sie sollen mir mein Land zurückgeben. Das ist das Einzige, was ich will. Sie sollen mir mein Land zurückgeben und mich für alles entschädigen, was ich erleiden musste. Sie haben mir meinen inneren Frieden genommen. Ich habe keinen Frieden mehr.